Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Und wir müssen da hinten hin, ne? Wir müssen für Shakun bzw. den Mann mit der Maske sein Zeugs wiederfinden, was er im Fluss anscheinend verloren hat. Und wir können auf jeden Fall schwimmen, das ist schon mal gut. Wir scannen einfach die Umgebung. Und dann ist alles gut. Aber die Frage ist, wie viel Sauerstoff haben wir? Ich hab hier keine Anzeige irgendwo. An alle Kuriere, hier spricht Jade. Gebt Gas, Leute. Die Nacht bricht an und ich hoffe für euch, dass ihr auf dem Weg zum Turm seid. Was ist das? Boah, hier sieht man ja gar nichts. Das ist aber auffällig da hinten. Und ich habe jetzt auf jeden Fall. Ach, wir sind schon in der Nähe. Gesehen, dass unsere Ausdauer runtergeht. Das ist wahrscheinlich unser Sauerstoff, ne? Okay, schwimmen wir noch mal kurz hoch. Wir konnten es definitiv eingrenzen. Aha! Oh. Ist nur ein Ruder. Aber besser als nichts. Tasche. Und noch ein Ruder zum Auseinanderbasteln. Komm. Das macht sogar Schaden. Inventar voll? Oh, das Brecheisen macht auch richtig krass viel Schaden, ne? Du kannst weg. 61 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Hat sogar 2000 Wert, Alter. Okay, ich muss auch ab und zu mal auf den Wert achten. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Was? Ach, L. Wert 500. Ach. Scheiß drauf. Wir brauchen Zeug. Zum Zusammenbasteln. Ich wollte schon sagen, ich bin tot. Dann bin ich mal gespannt, wer der Täter ist. Es war höchstwahrscheinlich einer der Männer von Rice. Würde ich jetzt stark annehmen, weil Rice ist irgendwo der böse Bube. Und der böse Bube muss halt böse Sachen machen, um mehr Geld zu bekommen. Deswegen denke ich mal, es ist Rice gewesen. Beziehungsweise nicht er selbst, aber einer von Rice Männern. Und dann können wir hier auch gleich mal schlafen gehen, bevor wir weiterreisen. Ich hab deine Tasche. Warum hast du sie nicht selbst geholt? Shakur kann nicht schwimmen. So, erst die Tasche. Dann sage ich dir, wer der falsche Shakur ist. Okay. Also Shakur, was hast du gesehen? Der Betrüger schleicht sich heimlich aus dem Dorf. Ganz vorsichtig, wie ein Spion. Dann setzt er eine Maske auf. Dann schleicht er zurück zum Tor. Macht dabei aber Lärm, damit die Wachen ihn bemerken. Er zerstört das Schloss und rennt davon. Hast du ihn erkannt? Er sah wie ein Irrer aus. Nicht wie Shakur. Ich meine, weißt du, wer es war? Natürlich, einer der Fischer. Derjenige, der sich als Shakur verkleidet hat. So, so. Ich kümmere mich drum. Übrigens, Shakur, was war in der Tasche? Meine Luft. Meine geliebte saubere Luft. Jetzt kann ich wieder atmen. Nein. Nein. Das ist doch vollkommen bescheuert, oder? Ich kann hier gar nicht schlafen, oder? Oder ist das da mein Zuhause? Och nee. Oh, der Schnee steckt fest. Hier spricht Jade. Ihr wisst, wie es läuft. Sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgen. Gute Nacht und viel Glück. Das ist doch eine Sicherheitszone, wieso habe ich hier kein Bett? Okay. Wir müssen nur bis dahin kommen. Ja. Ach, verdammter Bastard! Na komm.
wenn wir schon mal dabei sind. Gib mir das Zeug und dann bin ich weg. Ich dachte schon, ich komme da nicht lebend raus. Danke, tschüss. In dieser Waffe werden wir eine Munition behalten. Die geben wir dann diesen Volltrottel. Jetzt Quest. Ach, Safe Zone. Okay, ich wollte gerade sagen, noch bin ich nicht safe. Durch diese kleine Mauer. Ah, jetzt bin ich safe. Ist ja auch nicht so, dass Zombies klettern können, ne? Nö, 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 können sie nicht. Ich verbiete sie. Und da wären wir auch schon wieder. Zack. So, diesmal aber. 10 Stunden später. Na gut. Lass uns mal mit der Wache reden. Polizeiauto ist endlich geschlossen? Nein, natürlich nicht. Warum sollten sie auch? Huch. Krankenwagen. Scheiße, der Zombie kommt, ich höre ihn. Fuck. Nein, 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 nein. Okay, das war's, mehr brauche ich nicht. Medikit, sauber. Haben wir schon mal ein bisschen was gespart, ne? Irgendein Kabel? Wisst ihr, was wir machen können? Ich würde gerne, sehr, sehr gerne, den Teaser-Mod ranmachen, ne? Ich meine, wir haben ja genug Teile. Kurzes Messer am Bauch. Ich würde noch das hier quasi machen. Ich glaube, das ist besser. Haben wir gerade das Exquisite oder das Einfache? Wir machen aufs Exquisite. Ich glaube, das ist besser, oder? Ja, definitiv. So, und jetzt haben wir im Inventar... Ah, das Einfache und das Exquisite. Haben wir gerade an, ne? Ja, gut. Sehr schön. Oh, okay, wir können es auch sehen. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Jetzt müssen wir nur noch zur Quest kommen. Polizeiauto ist leider geschlossen. Coole Nummer. Alter, ist das geil. Wirklich. Habe ich ihn erstmal ein bisschen geschockt, ne? Okay. Ich hab's verstanden, wir laufen hier lang. Wehe, das Tor ist wieder offen. Aber die haben auf jeden Fall Besucher. Okay. Wer hat alles einen Schlüssel für das Tor? Nur ein paar. Tom, Gürsel oder Musa. Danke. Okay, besuchen wir sie noch einmal. Der Chef? War das der Chef? Nee, der Chef wird es ja wohl nicht gewesen sein. Gib doch nicht freiwillig sein Geld aus. Was da? Achso. Was bringt mir das, hier oben zu sein? Kampftagebuch. Marvin Zuckers Kampftagebuch. Eintrag 3. Bei einer Sache bin ich mir total sicher. Sie müssen sich ducken, wenn sie mit den Kadavern kämpfen. Immerzu, besonders wenn sie es mit einem dieser Riesen zu tun haben. Bleiben Sie in Bewegung und vertrauen Sie nicht auf rohe Gewalt. Mit etwas Glück überleben Sie dann. Wenn Sie nur dastehen und mit Ihrer Waffe wedeln,
werden sie früher oder später überrannt. Beim Ducken ist mir meine Statur sogar vom Vorteil. Ich wette, die Kanten aus dem Footballteam hätten nicht so viele Beißern ausweichen können. Nö, die waren schon längst Kadaverfutter. Und dann hätte ich mich kaputt gelacht, zumindest ein bisschen. Das heißt, gegen Riesen duckt man sich nur. Also auf den Kopf schießen hat mir schon echt gefallen. Ich soll hier gucken. Nee, ich soll hier runter. Ach, da hat er die Tür offen gelassen für mich. Das ist aber sehr nett. Notiz. Wenn wir schon mal dabei sind, Notiz 9. Okay, das ist zu viel, aber wenn ihr es lesen wollt, kein Problem. Das ist eine Nachricht von Karim. So die Überlebensnotiz kann ich nur verstehen, ist ganz cool. Aber wir müssen hier nicht übertreiben, ne? Hat er selbst die Tür aufgemacht? Was kann ich für dich tun, Crane? Du hast das Tor sabotiert, Gürsel, und die Infizierten ins Dorf gelassen. Ich? Das war der Irre mit der Maske. Die Wache hat ihn gesehen. Aber jemand anderes hat dich gesehen. Was? Wer behauptet das? Sag's mir. Außerdem lag diese Maske in deiner Hütte. Was blieb mir anderes übrig? Das Dorf wollte kein Schutzgeld an Reis zahlen. Und er wurde ungeduldig. Deswegen hat er ja auch dich geschickt, oder? Deswegen riskierst du das Leben der Leute hier? Sie mussten erkennen, dass wir Reis Schutz brauchen. Es hat funktioniert. Warum regst du dich also so auf? Weil Musa jetzt den Gasmaskenmann erledigen will. Wo ist das Problem? Sorg dafür, dass das nicht passiert. Oder es wird bekannt, wer es wirklich war. Wir verstehen uns? Tun wir. Wir sprechen mit Musa und den Wachen. Okay. Sprechen Sie mit Musa. Ich dachte, die wollten mit ihm sprechen. Wieso soll ich das tun? Okay, es wird keinen Ärger mehr mit dem Gasmaskenmann geben. Hast du ihn erledigt? Nein, das war nicht nötig. Nach seiner Aktion? Es mag dir nicht gefallen, aber Mord ist immer noch kein Kavaliersdelikt. Falls du das anders siehst, hast du ein Problem mit mir. Dein Problem, Chef, hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich bin sonst ganz harmlos. Danke fürs Kümmern. Keine Sorge. Belohnung, Champion. Ach, danke, cool. Neuer Überlebensrang. Was haben wir denn hier? Lernen Sie, wie man ein Schild herstellt und ihn im Kampf einsetzt. Die Belohnung finden Sie in Ihrem Versteck, in einem beliebigen Unterschlupf oder Sie erhalten sie vom Quartiermeister. Gibt es einen Quartiermeister? Das bezweifle ich irgendwie gerade stark. Nö, hier gibt es nur eine Rennaufgabe und da hinten ist so eine Kampf- oder Bastelaufgabe, ich weiß nicht. Jedenfalls holen Sie etwas am Fährhafen ab. Das ist eine ziemlich lange Quest, muss ich sagen, ne? Holy shit, gut, die meiste Zeit läuft man davon immer nur von A nach B. Aber ist schon krass, wie das für lange Quests die hier eingebaut haben. Ich will die ganze Zeit mit der Waffe rumfunken. Müsste sie nicht im Wasser kaputt gehen? Theoretisch. Unendlicher Widerstand. Und da wären wir schon an der nächsten Safe-Zone. Und wir sollen hier mal reingehen. Ich bin hier, um was für Reis abzuholen. Schon wieder? Wir haben euch Blutsauger doch erst bezahlt. Ich bin nur der Bote. Ich mach bloß meinen Job, wie alle anderen auch. Ja, wir auch. Reis sagt, er schützt uns, wenn wir zahlen. Aber er nimmt bloß unser Geld. Von wegen Schutz. Nur Drohungen. Ist das bei dir anders? Also, ich will das Ganze hier schnell hinter mich bringen. Was muss ich tun? Muss ich echt darauf hinweisen, wie leicht es wäre, die Bude hier abzufackeln? Himmel, Herrgott. Ihr seid verdammte Monster. Da ist mein ganzes Geld drin. Nimm's und verschwinde. Ehrlich gesagt, ich will das hier gar nicht. Ich würde euch Leuten lieber helfen. Und trotzdem machst du's.
oder nicht? Haben wir vielleicht noch eine andere Option frei? Moment. Erstmal machen wir den Wegpunkt weg. Es hört sich so an, als hätten wir hier eine Option frei. Vergiss die GRE-Pakete. Geh am besten direkt zu Alex. Entwurf 4 Stempelmod. Danke schön. Na gut, ich nehme das Geld. Ich habe keine andere Wahl. So, wo war der Eingang? Dankeschön. Okay, Karim, ich habe das Geld von der Fährstation. Und ich komme ziemlich sicher in die Hölle. Willkommen im Club. Jetzt hol dir deine Belohnung ab. Gut gemacht. Yay. Und zurück. 5000. Nice, nice, nice. Ah, komm nicht rüber. Ha! Wäre doch gelacht, wenn ich hier wohl nicht rüberkommen würde. So, was ist hier los? Hey, was suchst du denn da? Ich will eine andere Presse basteln. Und sobald Reis hier das Sagen hat, werden wir eine Menge davon brauchen. Das machen sie nämlich gerne. Amputationen. Reis steht auf sowas. Du fragst dich, woher ich das weiß? Der Mistkerl hat mich 3 Wochen lang in einen Käfig gesperrt. Ich habe viele gesehen. Manchmal wirkte es, als wollte er die beste Methode finden. War die Machete besser? Die Axt? Die Schrotflinte? Einem Typen hat er den Unterschenkel amputiert. Und Tahir musste stoppen, wie lang's dauert, bis er verblutet. Legitime Strategie. Tötet man einen Feind, hat man einen weniger. Aber verletzt man einen, dann ist der Verletzte außer Gefecht. Und mindestens 2 seiner Kameraden müssen sich um ihn kümmern. 3 zum Preis von 1. Sadismus hat wohl auch sein Gutes. Unter den richtigen Umständen. Mann, du bist ja ein echter Komiker. Das ist crank, Freunde. Das ist richtig crank, der Typ. Nehmen wir hier mal alles auseinander. Jawohl. Und, Jackpot. Andere Seite. Okay, schade. Was haben wir denn da? Müll, sauber. Und den Kühlschrank nochmal öffnen und was zu essen. Naja, gut. Besser als nichts. Auf der anderen Seite gibt es noch 2 Gut hier. Oh Gott. Richtiges Loot Cave hier. Oh, ein Burger. Sah aus wie ein Schokoriegel und Alkohol. Ja, ich bin schlau. Ich laufe einmal rum. Super, an den Mülleimern ist doch nie etwas. Gut, das war's. Alter, sind das echt knapp 1000 Kilometer, die wir zurücklegen müssen. Das ist nicht euer Ernst. Crane, hörst du mich? Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Um es ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin und zwar sofort. Rais hat mir 2 Kisten versprochen, Bracken. 2. Ich mach so schnell ich kann, ehrlich. Gut. Beeil dich bloß. Bitte. Okay, Beeilung. Und da ist ein Spucker, deswegen laufen wir hier lang. Und erstmal hier aufs Dach. Schade. Wir haben knapp 100 Meter erst geschafft. Oh Mann. Also das ist etwas, was ich sagen würde, was noch fehlt. Schnellreisen. Ich meine, das ist Open World, das ist natürlich schön gut, aber eine Open World ohne Schnellreisen ist... Es geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Kann sich hier doch nicht so ein Wolf ablaufen, weißt du? Vor mal da ist es echt die Nacht schon eingebrochen. Warte mal. Wir haben es ja erst morgens. Stimmt, wir haben ja geschlafen. Ich erinnere mich.
Ich hab keine Ahnung, wo ich hier langlaufe. Ich hab so das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Scheiß Spucker. Der wird mich sowieso nicht verfolgen, jetzt so langsam. Wie weit bist du? Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht erst zurück. Okay. Holy shit. Ich hab so das Gefühl, das war nicht so gut. Okay, anscheinend werden alle im Turm jetzt verrecken, weil der Typ uns anscheinend nur hin und her schickt. Ich erinnere mich an diesen Ort. Also langsam gewöhne ich mich daran, dass ich hier rumlaufe und ich erkenne Orte wieder. Das ist bei einem Open-World-Spiel schon mal sehr gut. Was bedeutet das Schild? Na endlich! Wer bist du? Wer bist du? Nick Pesto. Ich bin Amerikaner, wie du. Ich kam wegen der Spiele her. Ich gehöre zu denen, die immer USA, USA schreien. Die Haraner hassen das, aber ich find's witzig. Scheiß auf diese Ausländer. Ich kann sie nicht leiden. Sieht aus, als hätten die Haraner auch nicht viel für dich übrig. Naja, als diese ganze Zombie-Kacke anfing, war ich echt mächtig angepisst. Zuerst fand ich Race ziemlich cool, also blieb ich bei ihm und seinen Leuten. Aber dann ging ja alles den Bach runter. Also haben sie dich gefesselt und auf die Straße gesetzt. Das ist seine Version. Jedenfalls dachte ich mir, ich gehe zum Turm. Okay, mein Vorschlag. Du bringst mich zu diesem Elfenbeinturm und du bekommst von mir was, das sonst niemand in dieser gottverdammten Stadt hat. Okay. Okay, Nick. Dann schaffen wir dich mal hier weg. Jawohl. Nick Pesto ist wieder im Spiel. Hammer. Das wirst du nicht bereuen. Also, bevor wir zum Turm gehen, muss ich noch ein paar Sachen einsammeln. Nein, dafür haben wir keine Zeit. Dann haben wir auch keine Zeit, rumzudiskutieren. Mir nach. Dir nach? Viel Spaß beim Verrecken, Alter. Ich nehme mir noch keine Kommandos von dir entgegen. Ich habe diese Patrouille gefunden. Etwas hat sie in Stücke gerissen. Durchsuche die Leichen. Die Entwürfe sind in einem kleinen Umschlag. Und mach sie bloß nicht kaputt. Sie sind mehr wert als all diese toten Ärsche zusammen. Irgendwas hat sie getötet. Noch nicht. Einen Moment. Heilige Scheiße! Okay. Wer hast du nicht drauf? Oh. Ja, allgemein nur ein Schuss. Wir teilen uns also die Munition, ja? Hä? Ach, ernsthaft? Okay. Hauptsache, wir sind nicht zu weit weg. Dann ist alles in Ordnung. Aber was zum Teufel? Wie soll ich denn da hinkommen? Oh, Mann. Ich hab gedacht, jede Waffe hat ihre eigene Munition. Aber anscheinend nicht. Anscheinend haben wir jetzt drei verschiedene Waffen mit einer Munition. Das ist nicht so ein komisches. Hey, suchst du nach einer Schlägerei, Flachpfeife? Du hältst dich wohl für John Wayne, was? Ich glaube, der wollte sich ergeben. Ups. Okay, öffnen wir erstmal den Scheiß. Ich könnte mal wieder Munition gebrauchen.
Ja, er soll halt abhauen, ist mir doch scheißegal. Wir können die Leute also bedrohen und dann hauen sie ab. Ist ja cool. Aber ich brauchte seine Waffe. So, ein kurzes Kampfmesser und Edelsteine. Edelsteine. Yum, yum, yum. Police, komm schon, bitte. Oh, ja. Yeah. Okay. Das könnte lustig werden. Ich höre im Hintergrund Zombies. Na komm. Oh, ich hab's gefunden. Ja. Sehr schön. Gib mir die dicken Bomben. Inventar voll. Ich hab verdammt viele Sachen, ne? Also ich würde sagen, wir nehmen erstmal den einfachen Hammer da rein. Und versuchen da auf jeden Fall nochmal eine Modifikation drauf zu ziehen, ne? Ich meine, mit 72 Schaden ist schon nicht schlecht, ne? Ist schon nicht schlecht. So, dann tauschen wir das mal kurz aus. Wo kriegen wir überhaupt Munition her? Hakenklinge 61, Hakenklinge 59. Ich habe alles einen beachtlichen Preis, außer das Messer. Das Messer hat einen Scheißpreis, deswegen zerlegen. Und stattdessen nehmen wir die Baseballschläger mit. So, jetzt bin ich zufrieden. Ja, komm, das nur einfach. Danke. Oh, Medikits, sauber. Jetzt wird man hier schon belohnt für sowas. Gut. Dann gehen wir doch nochmal runter, ne? Holy shit. Was hätte ich das Medikit einsetzen können? Ha. Ach, wir sind wieder hier. Ah. Da, wo wir die laufenden Viecher zum ersten Mal gesehen haben. Ja, das war definitiv schlau. Jetzt springt er hoch. Was ist nicht in Ordnung mit dir? Stromkabel ist aber gut. Vielleicht sollten wir diese Waffe aufsparen. Und vielleicht den Hammer erstmal modifizieren. Nahkampfwaffe, das ist auf jeden Fall Nahkampfwaffe. Kleiner Hammer. Plus 11 Schaden. So, aber den Hammer sparen wir uns natürlich auf für krasse Gegner. Ist ja ganz klar. Und dafür nehmen wir am besten noch... Ist das eine 86? Cool. Beide gleich viel wert, ne? Okay, packen wir da halt drauf. Passt schon. So, runterlaufen wir mal am besten. Nur wie wollen wir den jetzt aufhalten? Ach, der ist immer noch da. Wir brauchen eigentlich nur das Dokument, oder? Oh, Schlüssel. Okay. Ah, ich habe einen Plan. Nicht dein Ernst. Hätte ich jetzt eine Schusswaffe, ne? Ich würde so eins überbraten. Kam nur über den Weg da hinten durch. So Mist.
Wir werden sterben, wenn wir hochgehen, oder? Oh ja. Nein! Wie zum Teufel? Wie soll ich das denn schaffen? Aber natürlich keinen Schuss mehr frei, ne? Moment, was haben wir eigentlich hier so Schönes drin? Wir legen erstmal das Ganze ab hier. Den brauchen wir noch. Die Hakenlinge verkaufen wir. Outfits. Frische Kleidung. Kolossal-Kiwi-Outfit. Ja, übrigens, ich habe nichts im Bein, Kalorak. Das siehst du unten rechts an meinem Bein, da ist einfach nur so eine Schnelle. Und es gibt verschiedene Skins dafür. Gibt's auch einen deutschen? Höchstwahrscheinlich, ne? Portugal sieht auch nicht schlecht aus. Japan. Es gibt einfach kein Deutschland hier. Warum nicht? Nur weil es in Deutschland gesperrt ist, auf dem Index gelandet ist, haben die auch gleich mal das deutsche Outfit rausgenommen. Das finde ich echt ein bisschen erbärmlich, ne? Ach, die Deutschen, ne? Naja, gut. Dann nehmen wir halt... Komm, nehmen wir Kanada. Wobei, wir nehmen die normalen. Komm. YOLO. Lass mich nicht auf frische Kleidung gehen. Okay. Sehen also alle verschieden aus. Gut. Ach, Freunde, ich habe die Zeit wieder vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und eventuell werde ich morgen doch mit euch noch mal eine Waffe suchen gehen, ne? Weil so wird das, glaube ich, nichts. Wir müssen dem Typen einen Headshot verpassen. Damit er die Klappe hält. Au. Weil wir haben auch keine Medikits. Von hinten kommen bringt nichts. Gut. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.